Ich habe ein Spiel entdeckt, von dem ich unglaublich fasziniert bin, weil ich es so unglaublich schlecht finde. Yep, es ist schon wieder eins von diesen Videos zu einem von diesen Spielen. Und genau wie bei Hyenas kann ich mir nicht sicher sein, ob das Spiel bis zur Veröffentlichung von diesem Video überhaupt überleben wird. Bisher ist nichts dergleichen geplant, das Spiel abzuschalten oder so, aber sagen wir es mal so, ich habe das Gefühl, dass ich mich trotzdem beeilen sollte. Und zwar geht es um Star Siege Dead Zone. Bevor wir aber über ein schlechtes Spiel ablästern, lasst uns mal kurz über etwas Cooles reden. Und zwar Holy. Falls ihr euch fragt, was ist Holy? Holy ist so etwas ähnliches wie Getränk, nur eben real, mit einem riesigen Angebot an verschiedenen Sorten, egal ob Energy, Eistee oder neuerdings auch Hydration Drinks. Ich mag ja persönlich diesen Horny Wolf sehr gerne. Aber am meisten mag ich tatsächlich deren Eistee. Einfach, weil ich Eistee sehr mag und der Holy Eistee halt wie ein sehr guter Eistee schmeckt. Nur ohne die gefühlt 70 Kilo Zucker, die da sonst drin wären. Ich kann mich an einen sehr ekligen heißen Sommer dieses Jahr erinnern, in dem ich mich fast ausschließlich durch den Holy Pfirsich-Eistee am Leben gehalten hatte. Und hey, ich würd's nächstes Jahr wieder tun. Und mit dem Code ALTF5 bekommen Neukunden einen 5€ Rabatt auf ihre erste Bestellung. Haha, get it, weil 5€ und ALTF4, aber 5. Und wenn ihr jetzt bestellt, also wirklich jetzt, das Wochenende, an dem das Video rauskam, nicht nächste Woche, nicht irgendwann, jetzt bekommt ihr zu den 5€ auch nochmal einen weiteren heftigen Black Week Sale Rabatt obendruff. Damit bekommt ihr das Starter-Set mit 40 Portionen und einem praktischen Shaker für gerade mal 30€, was tatsächlich eine weit bessere Investition ist, als hier so manche Leute in dieses Spiel reingesteckt haben. Und auch nach der Black Week gilt weiterhin der Code ALTF5 für 5€ Rabatt auf eure erste Bestellung. Okay? Okay. Wo waren wir? Ach ja, schlechte Spiele. Star Siege Dead Zone und so. Ein Titel, bei dem ich jedes Mal nachdenken muss, wie es nochmal hieß, einfach weil es so generisch klingt. Dabei kennt ihr ja vielleicht sogar die Star Siege-Reihe, oder zumindest dieses eine Spin-off davon namens Tribes, was dann zu seiner ganz eigenen, bekannteren Reihe herangewachsen ist, die nun aber auch keiner mehr kennt. Es ist schon recht lange her, aber vielleicht erinnern sich ein paar OGs von euch noch daran, wie ich mal über den Free-to-Play-Shooter Tribes Ascent geredet hatte. Ein sehr schnelles, sehr cooles, komplett einzigartiges Spiel. Ich hab's jetzt rückblickend betrachtet, nicht ansatzweise so viel gespielt, wie es mir lieb gewesen wäre, aber trotzdem war es genau das richtige Spiel zur genau richtigen Zeit für mich. Und auch wenn ich die längste Zeit nichts davon wusste und das Spiel sogar delistet wurde, war es tatsächlich über all die Jahre immer noch spielbar. Ja, wir hatten uns erst letztes Jahr zu einer kleinen Playparty zusammengesetzt, so richtig mit eigenem Server und so, und ein paar Runden gespielt. Ich habe davon leider kaum mehr Aufnahmen, weil ich ein Trottel bin und habe nur so ein paar kurze Clips rumliegen, aber... Es war gut. Immer noch sehr, sehr gut. Nur damit es dann dieses Jahr, ich glaube im Februar, endgültig abgeschaltet wurde. Weil scheinbar eine Rest-Community von so fast 20 Leuten spielen zu lassen, eindeutig zu teuer wurde. Das konnte man mit dem Geld, was Smite macht, ja unmöglich tragen. Es gibt zwar noch irgendwelche Privatserver und Fanprojekte und all sowas, doch zumindest die reguläre Option, das Spiel einfach spielen zu dürfen, ist mittlerweile weggefallen. Aber das ist ja jetzt nur noch halb so schlimm, da wir ja nun endlich den längst überfälligen Nachfolger, das nächste Kapitel im Star Siege-Universum bekommen haben. Und das in Form eines Extraction-Shooters. Oh. Weil das ist so genau das, was ich von dieser Marke wollte. Womit ich sarkastisch ausdrücken möchte, dass es so das Letzte war, was ich von dieser Marke wollte. Und dabei habe ich ja nicht mal was gegen Extraction-Shooter an sich. Aber wie es mit Hi-Rez Studios so ist, springen sie jedes Mal auf den Trend der Woche auf, nur um jedes ihrer neuen Spiele sofort wieder fallen zu lassen, sobald der Trendzug wieder abgefahren ist.
League of Legends war groß, oh damn, lass mal schnell ein MOBA machen, aber leicht anders. Overwatch, lass das auch mal machen, aber leicht anders. Fortnite, auch mal, aber anders. Rogue Company kam auch raus. Und auch wenn Starfield Dead Space jetzt nicht direkt von Hi-Rez selbst stammt, sondern von einem Studio aus Ex-Hi-Rez-Mitarbeitern, so folgt es doch so ziemlich der etablierten Hi-Rez-Formel. Allerdings habe ich mir gedacht, dass das ja vielleicht trotzdem funktionieren könnte. Damals kam schließlich irgendjemand auf die Idee, das sehr schnelle Gameplay von Titanfall 1 und 2 zu nehmen und das Ganze etwas zu verlangsamen, um es irgendwie auf den Battle Royale-Trend zu stülpen. Und hey, Apex scheint es ganz gut zu gehen. Das Ganze könnte also mit einem guten Entwickler und etwas Glück vielleicht auch mit Tribes funktionieren. Hat es nur nicht. Das hier ist das Gameplay. Ihr habt euch sicher schon gefragt, wieso ich bisher noch nicht einen einzigen Frame davon gezeigt habe. Oder auch nicht, weil ihr dieses Video sowieso auf dem zweiten Bildschirm laufen habt und gar nicht darauf achtet, was für ein funky Editing ich hier reinhaue. Aber das hier ist der Grund dafür. Man hat sich diesen Namen, diese Marke, diese Erwartungshaltung genommen und machte daraus einfach nur einen langweiligen Shooter mit langweiligen Mechaniken, langweiligen Waffen und dem most basic Movement, das du dir vorstellen kannst. Falls du dich jemals durch eine 3D-Umgebung bewegt hast, in irgendeiner Software und wenn es nur Blender ist, dann hast du schon mal eine bessere Erfahrung erlebt als dieses Spiel. Cool. Und das wurde nun scheinbar aus Tribes. Okay, es ist natürlich nicht wirklich Tribes, sondern nur ein neues Star Siege, die Obermarke von Tribes. Und diese Reihe fing damals auch als ein Mech-Shooter an und wurde erst später zu etwas völlig anderem. Mechs gibt's in diesem Spiel übrigens auch keine. Aber es gibt dafür den Spinfuser aus Tribes. Und einige alte Rüstungen aus Tribes. Aber natürlich auch nur, wenn man sich die völlig überteuerten Founders Packs kauft. Weil natürlich. Aber sonst sind wir unser ganz, ganz eigenes Ding. Ganz klar, sieht man doch. Umso verwunderter war ich über all die Reviews zu dem Spiel. Und das nicht, weil sie negativ sind, weil zu dem Schluss bin ich auch gekommen, sondern über die Gründe, wieso sie so negativ sind. Ich habe hier jede Menge, das Spiel war mal gut, jetzt aber nicht mehr gelesen. Beschwerden, dass es schlechter gepatcht wurde, dass der Entwickler nicht auf die Fans hören würde, dass sie alles kaputt gemacht haben, ohne auch nur ein einziges Mal zu erwähnen, was diese Sachen überhaupt sein sollten, die geändert wurden. Einer hat sogar geschrieben, too long didn't read, war gut, ist jetzt schlecht. Nur um dann in seinem längeren Text nicht zu erklären, wieso. Ich habe mich versucht, so ein bisschen durch die Foren zu wühlen, die Patchlogs zu lesen, einfach mal zu gucken, was für ein gutes Spiel das hier angeblich vorher gewesen sein sollte. Aber dann hatte ich das Interesse verloren, weil dieses Spiel mit diesem Gameplay hat diese Nachforschung eigentlich gar nicht verdient. Star-Dingenskirchen ist halt ein Extraction-Shooter. So richtig mit Looten und Leveln und Inventar-Tetris, bei dem es darum geht, mit sehr wenig Kram anzufangen und dann nach und nach immer besseres Equipment zu finden, dieses zu horten oder bei einer Niederlage direkt wieder zu verlieren. Eine Formel, so fehlerbehaftet, wie sie auch spannend ist. Meine Go-To-Taktik in so jedem anderen neuen Extraction-Shooter, den ich anspiele, ist es eigentlich, das Ganze erstmal langsam anzugehen. Erstmal ruhig zu sein, Spielern so gut es geht aus dem Weg zu gehen, versuchen so ein bisschen mit den Mechaniken klarzukommen und damit nur ganz wenig Loot schnell zu fliehen, um überhaupt erstmal einen kleinen Netgain zu haben. Und in der Theorie würde ich Star Force Whatever auch gerne so spielen wollen. Nur dachte man sich scheinbar, dass man ja auch irgendwie innovativ sein muss. Also ist man nicht nur ein Extraction-Shooter, nee, sondern gleichzeitig auch noch ein Battle Royale. Ja, es geht darum, CPUs zu killen, die jedes Mal eine Kiste fallen lassen, die man jedes einzelne Mal mit einem Fortschrittsbalken öffnen muss, um immer besseres Equipment mit nach Hause zu nehmen. Aber es hat auch einen Kreis, der sich immer weiter schließt. Wenn du also nicht irgendwann mal durch die Map fallen willst, wo ich erstmal dachte, das wäre ein Bug, aus offensichtlichen Gründen, aber tatsächlich soll das so, dann musst du wohl oder übel immer weiter in die Mitte der Map rennen.
und damit auch wohl oder übel in die Arme von anderen Spielern. Besseren Spielern, die viel mehr Zeit reingesteckt haben, viel höher gelevelt sind, viel bessere Waffen und Rüstungen und Fähigkeiten haben, Fähigkeiten, von denen du gar nicht weißt, dass sie existieren, weshalb du dich gar nicht darauf vorbereiten kannst, und der einzige Ausgang aus einer Runde liegt genau im Zentrum der Karte. Es ist unmöglich, in diesem Spiel zu überleben. Ich hab einige Runden gespielt. Wirklich, ich habe versucht, so gut es geht, irgendwie in dieses Spiel reinzukommen. Hab jedes Mal mein Bestes gegeben, jedes Mal so ein bisschen Kram gefunden, teilweise auch Waffen, die richtig cool wirkten, hab hunderte strunzdumme KI-Gegner laggend über den Haufen geballert, sicher 2 Stunden meines Lebens mit diesem Fortschrittsbalken verschwendet und bin trotzdem jedes Mal gestorben, bevor ich fliehen konnte. Und ihr müsst wissen, so leicht ist es leider nicht, ein neues Match zu starten. Ja, ich weiß, du verlierst in diesem Genre immer dein Inventar, das gehört dazu, aber vor allem verlierst du die Möglichkeit, überhaupt ein Match zu finden. Und, vertraut mir, ich hab's versucht, bis ich gekickt wurde. Weil ich AFK war. 2 Mal. Ich hab ein Match gefunden. Oh mein Gott, du hast ein Match gefunden. Nein, sie ist connected vom Server. Weil Gott bewahre nicht, dass ich noch deren Server überlaste durchs Match suchen. Natürlich hatte ich irgendwann auch mal ein paar eigene Kills gemacht. Hier, den habe ich zum Beispiel gekillt, als er weggeguckt hat. Den hier habe ich gekillt, als er weggeguckt hat. Dieses Duell hatte ich tatsächlich fair gewonnen. Wow. Spannend. Auch immer mit diesem schönen Stock-Scream am Ende. Und 2 Mal hatte ich es sogar geschafft, das Level zu verlassen und als Winner-Winner-Chicken-Dinner rauszugehen. Was jetzt beeindruckender klingt, als es tatsächlich ist, wenn man nur 2 Gegner hatte. Aber immerhin war das ein Erfolgserlebnis. Man kann scheinbar also doch gewinnen, wenn man nur an sich glaubt. Nur würde ich nicht sagen, dass das spannend war. Oder gut gemacht. Oder hübsch. Der Beste. Oder auf einer guten Map. Weil die Maps in diesem Spiel sowieso prozedural generiert sind und trotzdem jedes Mal gleich aussehen. Oder sonst irgendetwas. Das Looten ist poopy, die KI ist poopy, das ganze Spiel ist poopy und natürlich ist es auch mal wieder ein Spiel ohne Spieler. Ein Schicksal, was eine Menge andere Spiele ebenfalls teilen. Die Frage ist nur bei diesem Spiel, was ist passiert? Schließlich war das hier vor ein paar Monaten ja scheinbar immer noch ein Spiel, was die Leute mochten, was Fans hatte und vor allem Spieler. Jetzt nicht super viele, aber immerhin. Und dann wurde scheinbar schlecht gepatcht und jeder ist gegangen. Ja, irgendwie wollte ich nun doch herausfinden, was hier bitte passiert ist. Und das, was ich gefunden habe, schockierte mich. Also zumindest so ein bisschen. Von dem, was ich beim Durchskippen durch irgendwelche paar Monate alten Videos zu dem Spiel finden konnte, hatte es mal tatsächlich ein paar mehr Gegnertypen. Es gab Elemente wie Crafting und so. Der Rest vom Spiel sah genau gleich aus, aber es war definitiv mal mehr Spiel, als es jetzt ist. Außerdem habe ich diesen Patchlog gefunden, der darüber sprach, dass das Design vom Spiel so ein bisschen zu kompliziert wurde und man daher das Ganze in 2 verschiedene Spiele aufteilen wollte. Star Siege Dead Zone, wie gehabt, und Star Siege Raiders. Letzteres soll echtes Geld kosten und steht nur Käufern des Founders Packs zur Verfügung. Eine Entscheidung, die scheinbar auf jede Menge Kritik stieß und zumindest in Teilen für die aktuellen Reviews verantwortlich sein sollte. Und für die Spielerzahlen. Scheinbar ändert dieser Entwickler den Plan, was das Spiel sein möchte, alle paar Monate und jeder, der mochte, was es vorher war, hat halt Pech gehabt. Ich kann den Ärger also durchaus nachvollziehen. Die Frage, die mich jetzt beschäftigt, ist, was ist bitte Star Siege Raiders? Davon habe ich bisher noch gar nichts gehört. Ist es diese ominöse Alpha auf Steam, die mehr Spiele hat als das Hauptspiel? Ist es ein anderer Spielmodus, auf den ich keinen Zugriff habe? Obwohl, nee, die meinten ja, dass es das eben nicht ist. Lohnt es sich wirklich, das überhaupt herausfinden zu wollen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe trotzdem kurz gegoogelt und wow. Das hier sind jetzt zwar nur so ein paar Twitter-Clips, aber das sieht aus wie ein völlig anderes Spiel. Die Maps sind groß und offen. Das Movement ist schnell oder zumindest schneller.
Es gibt Jetpacks. Das sieht aus wie das, was ich erwartet hätte, wenn mir jemand Tribes als Extraction-Shooter pitchen würde. Das hier ist also Star Siege Raiders. Ein Spiel, das schon auf den ersten Blick so viel interessanter aussieht als dieses Ding hier. Allerdings findet man kaum Informationen über das Spiel. Die letzten Videos sind schon ewig her, die meisten Tweets sind vom Februar und seit Mai haben sie einfach gar nichts mehr getwittert. Raiders und Dead Zone werden zwei Spielmodi im selben Spiel sein, sagten sie. Ja, außer wenn ich auf euren Patchlog höre, der genau das Gegenteil behauptet. Und als ob das alles noch nicht kompliziert genug gewesen wäre, habe ich mitten beim Schreiben vom Video auch noch gesehen, dass sie ebenfalls, neben den anderen beiden Spielen, noch an einem neuen Tribes, einem richtigen neuen Tribes arbeiten. Und das scheinbar alles gleichzeitig. Und das alles vom selben Entwickler. Einem Entwickler, der, wir erinnern uns, aktuell ja schon daran scheitert, überhaupt mehr als drei Spieler zu halten. Und der möchte nun drei Spiele gleichzeitig entwickeln. Ja, viel Glück dabei. Es ist Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. Wer hat das approved? Wer hielt das für eine gute oder überhaupt eine umsetzbare Idee? Und wer, abgesehen von den Hardcore-Fans von Dead Zone, als ob es die geben würde, hat darüber überhaupt eine Übersicht? Die größten Entwicklerstudios der Welt würden sich sowas nicht zutrauen, drei Spiele mit drei verschiedenen Zielgruppen und drei verschiedenen Schwerpunkten gleichzeitig zu entwickeln und gleichzeitig rausbringen zu wollen. Aber hier ist ein kleines Team mit einem großen Traum, was es trotzdem mal versuchen wollte und kläglich daran scheiterte. Und genau daher kommt eine Faszination mit diesem Spiel. Was für eine spektakuläre Shitshow, die sich hinter diesem Lobbyscreen versteckt. Dabei finde ich ja sogar, dass Raiders an sich okay aussieht. Und ich bin der Letzte, der etwas gegen ein neues Tribe sagen würde, selbst wenn es am Ende nur okay wäre. Aber so wie es jetzt gerade läuft, glaube ich nicht so ganz daran. Aber egal, was die Zukunft von diesem Entwickler und diesen drei Spielen sein soll, immerhin haben wir immer noch Dead Zone. Mal sehen, wie lange noch.